Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder mal Eier für euch gebrütet und heute ist auch der Suicune Raid Tag. Ah, da juckt die Nase. Falls ihr euch wundert, was im Hintergrund so rumraschelt, das können wir euch auch mal zeigen. Damit habe ich aber nichts zu tun. Das ist nämlich hier Adi. Was hast du denn da wieder gemacht? Hä? Was ist denn das? Warum hängst du in der Tüte? Ist es dein Batcape, Bruder? Ja, ich bin Adi, der Ritter der Gerechten. Ach, Mann. Nein, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, damit habe ich nichts zu tun. Ich war vorhin hier und dann kam der reingelaufen und plötzlich hat er da diese Klopapierverpackung um den Hals, die habe ich nicht angelegt. Da ist er wieder rumgekrochen in der Kanalisation und hat wieder einiges mitgenommen, wie man sieht. Heute also Suicune Raid Tag. Jetzt eine Eierbrüt-Folge. Wir wollen wieder mal gucken, was aus den 30 Geschenken rauskam. Und heute Abend werde ich noch ein kleines Video hochladen zum Freundschafts-Update, wenn man das so sagen kann. Also ich habe ja mal ein Video gemacht über meinen Trainercode und habe da immer zu permanent Anfragen, aber eben keinen Platz. Und habe ja gesagt, dass ich mehr auf Aktivität achte. Und da werde ich nochmal genauer was dazu sagen, wie ihr die Chance habt, da reinzukommen, wenn ihr das wirklich wollt. Wie ihr die Chance habt, da erstmal drin zu bleiben. Und was passiert, wenn ihr gewisse Dinge tut und nicht tut und hin und her, wie wir das alles handeln, damit jeder vielleicht irgendwo mal eine faire Chance hat, auch dazu zu kommen, wenn ihr mal in meine Freundschaftsliste wollt. Ist kein Muss, ne? Ich bin auch nur ein Mensch, ne? Leider Gottes, aber jetzt hören wir auf zu reden, gucken auf die Eier, wie viele sind es diesmal geworden? Ich glaube 19 Stück wieder mal, die letzten drei Folgen immer 19 Stück. Jetzt also 19 Eier aus dem Geschenk-Event und wir gucken mal, ist jetzt ein Shiny Mobile dabei? Aber egal, denn angefangen hat das Ganze mit einem Alola Kleinstein. Da wollen wir gleich wieder auf die Bewertung gehen. Gucken mal hier. Denn das kommt aus Baden-Württemberg mit 2 Sternen. Ist also nicht so krass, hat auch keinen Wert auf 15. Also gehen wir gleich weiter auf das nächste Kleinstein. Das kommt aus Halle-Saale, Sachsen-Anhalt. Und hat 3 Sterne. Es hat nämlich sogar Angriff auf 15. Richtig gute Sache. Geht natürlich noch besser. Dann geht es weiter mit einem Rabauz aus Brandenburg an der Havel. Auch 3 Sterne Bewertung. Verteidigung 15. Das heißt also, es wird ein Nocturne. Wenn wir hier mal gucken, seht ihr hier unten auch beim Entwicklungsbutton, da ist schon das Bild von Nocturne dabei, da eben Verteidigung auf 15 ist. Bei Angriff eben Kikli, bei KP wäre es Capoeira. Und wenn 2 Werte gleich sind, ist es wieder Zufall, zu 50% das, zu 50% hier und jenes. Bei 3 gleichen Werten wisst ihr ja 33,33 periodisch. Aber das ist egal, das wurde ja schon so oft erklärt und gemacht. Wer trotzdem Fragen hat, egal zu was, schreibt es halt immer rein. Ich gucke immer, dass ich jeden Kommentar durchlese und auch beantworte. So, dann haben wir weiter ein Mamfaxo aus Solenau, Niederösterreich. Verteidigung 15, aber trotzdem nur 2 Sterne Bewertung. Aber ich habe ja schon mein 100er Relaxo, da brauche ich sowas ja nicht. Dann ein Klingplim, was eigentlich auch relativ selten war, aus Teltow, Brandenburg. Das sieht sogar richtig gut aus, müsste ein 96er sein, ja. Verteidigung 15, KP 15, Angriff auf 13, 3 Sterne Bewertung, das sieht gut aus. Dann ein Alola Dicta aus Rotterdam, Zuid, Holland, Niederlande, 3 Sterne Bewertung, Verteidigung auf 15. Ein Kusilla, 2 Sterne, Angriff 15 aus Schweinfurt, Bayern. Grüße an Macemaster, der kommt nämlich auch daher. Oh, ich sehe gerade, Adi hat seine Tüte verloren. Und weiter geht es mit einem Azurill aus Lohma, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. 3 Sterne, Verteidigung 15. Habt ihr schon einen Shiny Azurill? Schreibt es mal rein. Dann weiter ein Dicta aus, was ist das denn? Die Poldiswalde, Sachsen. 2 Sterne, kein Wert auf 15, immer noch 3 Haare. Ein weiteres Azurill aus Odessa, Odeska, Oblast Ukraine. Das kommt immer von einem bestimmten, ich weiß jetzt gerade wieder nicht wer, aber der fällt mir immer auf. Das sehe ich immer beim Geschenk aufmachen schon, aber bei 200 Leuten merke ich mir immer die ganzen Namen nicht. Trotzdem Grüße gehen raus an die Ukraine.
auch 3-Sterne-Bewertung eben. Richtig gute Sache. Dann haben wir ein Isso aus Oranienburg, Brandenburg. 3 Sterne, kein Wert auf 15, aber 2 Werte auf 14. Das nimmt man auch gerne mit. Dann geht es weiter mit einem Mamfaxo aus Bonn, Nordrhein-Westfalen. 2 Sterne, ansonsten nichts. Gut. Togepi aus Geseke, Nordrhein-Westfalen. 2 Sterne und alle Werte auf 11. Das sieht auch gut aus. 11, 11, 11. Und ein Alola Dicta aus Leer, Ostfriesland, Niedersachsen. Auch nur 2 Sterne, also eigentlich auch nicht der Rede wert. Dann geht's wieder weiter mit einem Pichu und irgendwie hängt gerade der 1. Stern. Wir gehen nochmal zurück. Bam, jetzt sieht er gut aus. Jetzt sind alle 3 Sterne nämlich gleich und der 1. nicht so übertrieben groß. 3-Sterne-Bewertung, Yokohama, Kanagawa, Japan, KP 15. Dann nochmal ein Azuril aus Möllenbach, Hessen, Deutschland, Angriff 15, 3-Sterne-Bewertung. Ein Togepi aus Lunstedt, Schleswig-Holstein, 2-Sterne-Bewertung. Noch ein Togepi aus Hildburghausen, Thüringen, 2-Sterne-Bewertung. Und das Letzte, da ist schon das Letzte, ihr seht wieder kein Scheidi dabei und wieder. Ich glaube, das war die 1. Folge ohne Mobile. Auf jeden Fall ein Godzilla aus Hildburghausen, 3 Sterne, KP 15. Oh mein Gott, war das wirklich die 1. Folge ohne Mobile? Ich habe noch gesagt, keine Folge ohne Mobile. Mobile hat die Liste angeführt, immer dabei, mehrfache Ausführungen. Heute habt ihr hier immer zu Azuril dabei oder anderen Schnickschnack. Wo ist das Mobile? So muss ich die Sendung nennen. Wo ist das Mobile? Bruder. Nee, Bruder, lass mal weg. Das ist sonst so asozial. Aber Godzilla schließt das Ganze hier ab. Habt ihr schon ein Shiny Mobile? Und habt ihr bis jetzt auch immer Mobile dabei gehabt, wenn ihr mal eine 9er-Ladung ausgebrütet habt? Oder habt ihr auch schon mal kein Mobile dabei gehabt, wenn ihr mal eine 9er-Ladung ausgebrütet habt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder schreibt irgendwas in die Kommentare. Also nicht das Wort, irgendwas. Sondern schreibt irgendwas in die Kommentare. Ihr könnt auch das Wort reinschreiben, egal. Aber schreibt irgendwas in die Kommentare. Egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute Abend also noch das Update-Video zum Freundschafts-Dingsbums. Heute auch Suicune Raid-Tag. Das heißt, morgen wird ein Video zum Suicune Raid-Tag kommen, wie wir unterwegs waren wieder und Raids gemacht haben auf der Suche nach Shiny Suicune. Und ich hoffe, es wird besser als bei Entei und Raikou. Denn da ging ich ja leer aus und musste wieder traden. Aber dafür gibt es ja die Tauschfunktion. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.